Francis! Was ist mit dir geschehen? Es ist nicht deine Schuld. Er tut das, um dir zu schaden. Bei Gott! Francis von Gwynedd. Er wurde vor mehr als 15 Jahren eingekerkert. So sieht er aus. Er wurde verurteilt wegen Verschwörung gegen seinen eigenen Herrn, Graf Robert. Führt den Gefangenen weg! Ach, okay, das hat jetzt was gemacht, ihn vorzuführen. Philipp hat es mir selbst erzählt. Und ich sagte es Graf Robert. Denn Gott und die Kirche können in diesen Konflikten keine Partei ergreifen. Nur ein Bruder wurde bislang bestraft. Aber beide haben sich gegen Graf Robert verschworen. Und seinen Verbündeten Graf Bartholomäus, euren Vater, Lady Aliena. Philipp hat all diese Flüchtlinge damals aufgenommen, weil er an ihrem Schicksal schuld war. Und an eurem, als ihr euren Vater und die Grafschaft verloren habt. Fühlt sich schuldig, aber... Dies, Lady Aliena, ist der Mann, den ihr zu schützen versucht. Nun? Ich weiß, dass er von Sorgen geplagt ist. Wir alle treffen manchmal Entscheidungen, die uns im Moment richtig erscheinen. Wenn sie in Wahrheit schreckliche Fehler sind. Ich bin dankbar, dass mir vergeben wurde, als ich einen Fehler machte. Jetzt vergebe ich ihm. Kehren wir nun zu unserem aktuellen Problem zurück. Es gibt jemanden, der bezeugen kann, wie Jonathan im Wald gefunden wurde. Und der ein Licht darauf werfen kann, wer wirklich Jonathans Vater ist. Und wer ist das? Die Hexe. Mein Ehemann. Tretet vor. Nein. Jack. Wie ist euer Name? Er ist der Baumeister von Kingsbridge. Habt ihr den Mut verloren? Nein, das habe ich nicht. Ihr wisst genau, weshalb es schwer für mich ist, euch gegenüberzutreten. Man nennt mich Jack, nach meinem Vater. Mein Name ist Jack Builder. Ja, wir sind uns schon begegnet. Und wie alt wart ihr, als ihr angeblich Jonathan als Kind im Wald gesehen habt? 12. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Philipp sagt die Wahrheit. Ihr wart ein Kind. Und was habt ihr dort getan? Im Wald? Ich lebte im Wald. Mit meiner Mutter. Sie waren Outlaws. Prior Remigius ist der vertrauenswürdigste Zeuge heute. Und seine Aussage belastet Philipp in nicht geringem Umfang. Die vagen Erinnerungen eines Outlaw-Kindes haben mich nicht vom Gegenteil überzeugt. Er hat ein Kind gezeugt! Nein! Er würde das nie tun! Und doch, Gräfin Aliena hat recht. Wir wissen nicht genug, um so hart über ihn zu richten, wie ihr es gefordert habt, Bischof Warren. Ihr habt recht, Bischof Henry. Wie ich sagte, es ist nicht an uns, über diesen Mann zu richten. Bild ihm Stein am Fuß. Hat sich für unschuldig erklärt. Macht die Hexenprobe. Aber wie unschuldig ist er? Wir bitten Gott um sein Urteil. Sicher. Als Bischof von Kingsbridge und Shiring verlange ich eine Feuerprobe. Das ist Wahnsinn! Ja, auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Philipp von Gwynedd soll auf dem Scheiterhaufen geprüft werden. Wenn er unschuldig ist, wird Gott ihn vor den Flammen bewahren. Wenn nicht, wird er als Ketzer und Sünder brennen, als den Gott ihn erkannt hat. Nein! Ich sag das, wir werden auf dem Scheiterhaufen brennen.
die Feuerprobe. Walleran Biggert. Diesmal nicht. Sie ist es. Ich habe das Kind und Francis gesehen. Ich war dort. Philipp ist nicht der Vater des Kindes. Er ist ein Narr, aber er ist ein guter Mensch. Wer ist dann der Vater? Ich bin es. Sie stecken alle unter einer Decke. Diese Frau ist eine Hexe und ein Outlaw. Sie lebte in Sünde mit einem Dieb. Er wurde vor 30 Jahren in Skyrim gehängt. Er war kein Dieb. Er war ein guter Mensch. Du hast ihn ermordet, Walleran Biggert. Was hat das zu bedeuten? Er war ein Dieb. Er hat einen goldenen Kelch gestohlen, ihn eingeschmolzen und verkauft. Welchen Kelch? Den Kelch der heiligen Messe. Er hat ihn aus der Kathedrale von Kingsbridge gestohlen. Sakrileg! Ja, Prior James von Kingsbridge hat ihn auf frischer Tat ertappt. Nee, das sollte man nicht tun. Ich weiß nicht, was jetzt hier besser ist. Ich weiß es nicht. Den Kelch zu zeigen. Würde uns auf den Scheiterhaufen bringen. Ich weiß auch nicht, was das hier bringt. Prior James hat mir alles gestanden, in der Nacht, als die Kathedrale abbrannte. Ich war dort, ich habe ihn gesehen. Prior James ist Wochen vorher gestorben. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Habt ihr irgendwelche Beweise? Ist das der Kelch? Ihr sagtet, er sei eingeschmolzen und verkauft worden. Glaubt nicht an ihre Lügen. Das könnte jeder Kelch sein. Das beweist überhaupt nichts. Er meinte es. Wo habt ihr diesen Kelch gefunden? In einer geheimen Kammer. Wir glauben, dass Prior James ihn versteckt hat, weil er sich schuldig fühlte, Jacks Vater fälschlich angeklagt zu haben. Bischof Henry, er spricht die Wahrheit. Ruhe! Ich gebe euch Zeit bis zum Sonnenuntergang, um einen Zeugen vorzubringen, der eure Beschuldigungen gegen Bischof Walleran beweisen kann. Dieser Kelch allein genügt nicht. Wenn ihr dies nicht könnt, werdet ihr euch wegen Verleumdung verantworten müssen. Philipp von Gwynedd, ihr bleibt unter Arrest. Das Gericht vertagt sich bis zum Sonnenuntergang. Ach du Schande. Wir brauchen einen Zeugen. Was machst du da? Ich habe gesehen, wie du Pläne für eine Kathedrale gezeichnet hast. Vielleicht können wir etwas Ähnliches tun, um einen Zeugen zu finden. Schauen wir mal. Dein Vater. Er sieht aus wie du. Wie meine Großmutter sagte. Und Bischof Walleran. Versuchen wir, die Verbindungen herzustellen. Vielleicht können wir so einen Zeugen finden. Gute Idee. Ach du je. Jacks Vater, Bischof Walleran.
Jacks Vater. Wenn er noch am Leben wäre, könnte er unser Zeuge sein. Vielleicht kann er das immer noch. Bischof Wallerin steht im Zentrum von allem. Mutter sagt, Wallerin steckte hinter dem Tod meines Vaters. Und sie sagte, er war nicht allein. Drei Männer waren für den Tod deines Vaters verantwortlich. Bischof Wallerin, Percy Hamley, damals war er der Vogt von Shiring, und Prior James von Kingsbridge. Wenn sie alle tot waren, waren sie alle Zeugen. Und nur Wallerin ist noch am Leben. Kaum ein Zufall. Warum würden diese drei sich zusammentun, um deinen Vater an den Galgen zu bringen? Er war auf dem weißen Schiff. Alle an Bord sind ertrunken. Es gab keinen, der berichten konnte, was geschehen war. Außer König Stefan. Er war der einzige Zeuge. Und dann haben sie ihn umgebracht. Warum? König Stefan. Hieß es nicht, dass er davon entkommen ist? Und was ist mit dem Schiff? Ich habe keine Ahnung. Mein Vater hatte schon immer England sehen wollen. Er war der einzige Überlebende, als das weiße Schiff sank. Außer Stefan. Stefan ist... König Stefan ist nicht aufs Schiff gekommen. Warum sollten Wallerin, Percy und James sich wegen des weißen Schiffes sorgen? Der Sohn und Erbe König Heinrichs war an Bord. Und auch andere mögliche Erben und Mitglieder des königlichen Hofes. Ich hörte, Stefan von Blois, der Neffe des Königs, habe das Schiff verlassen, bevor es ablegte, weil er krank geworden war. Dann ist er vielleicht unser Zeuge. Er war der einzige männliche Erbe. Die einzige Bedrohung waren Mathilde, die Tochter des Königs, und ihr Halbbruder, Graf Robert. Und sie führen seitdem Krieg gegeneinander. Und dein Vater, Graf Bartholomäus, er war eine Bedrohung. Er hat versucht, Stefan aufzuhalten und dafür mit dem Leben bezahlt. Vielleicht hat mein Vater auf dem weißen Schiff etwas gesehen. Einen Beweis, dass Stefan damit zu tun hatte. Was ist mit dem König? Stefan hat behauptet, es sei Gottes Wille gewesen, dass er nicht auf jenem Schiff war. Dass er als einziger männlicher Erbe übrig blieb. Das war nicht Gottes Werk. Ich wette, Stefan hatte beim Untergang des Schiffes die Finger im Spiel. Nun stellt euch vor, was geschehen wäre, wenn er erfahren hätte, dass jemand überlebt hat. Jemand, der gesehen haben könnte, was in jener Nacht wirklich geschehen ist. Vielleicht hat König Stefan den Bischof verloren gesehen. Wenn das weiße Schiff eine Rolle spielt, dann wurde Wallerin womöglich von König Stefan angestiftet, deinen Vater zu töten. Aber damals war er noch nicht König. Warum sollte Wallerin ihm Gehör schenken? Ihm wurde versprochen, er würde Bischof werden. Natürlich. Bischof Henry ist Stefans Bruder und war schon damals einer der einflussreichsten Kirchenmänner in ganz England. Aber wenn Bischof Henry in der Sache mit drinsteckt, welche Chance haben wir dann, den Prozess zu gewinnen? Es ist ein öffentlicher Prozess. Wir wollen nur, dass Philipp freikommt. Wir finden einen Zeugen und nehmen Wallerin auseinander. Henry wird mitspielen müssen, um unschuldig zu erscheinen. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? William Henry. Es ist unsere einzige Chance. Nicht William Henry, sondern... Er wird unser... Der Bischof, der wird unser... Der andere Bischof wird unser Zeuge sein. Bischof Henry. Wenn Stefan für den Untergang des Weißen Schiffs verantwortlich war, dann wäre ihm daran gelegen gewesen, den einzigen Zeugen des Untergangs mundtot zu machen. Aber er hätte es natürlich nicht selbst getan. Nein. William Hamleys Vater.
Glaubt ihr, Stefan hätte sich direkt an Percy gewandt? Wegen des weißen Schiffs? Um ihm zu helfen, seine Spuren zu verwischen? Das glaube ich kaum. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Walleran Percy angesprochen hat. So wie später, als Percy meinen Vater gefangen nehmen sollte. Wie stehen James und Percy Hamley in Verbindung? Gar nicht, würde ich meinen. Außer durch Bischof Walleran. Ja, er brauchte James, um meinen Vater festzunehmen. Und Percy Hamley, um ihn zu hängen. Jetzt sind alle beide tot. Das kann kein Zufall sein. Tja. Glaubt ihr, dass der König James befohlen hat, meinen Vater festzunehmen? Nein. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass James von seinem Vorgesetzten, Erzdiakon Walleran, dazu angestiftet wurde. Und Erzdiakon Walleran war viel mehr in politische Machenschaften verstrickt als James. Okay. Aber wie... Also Bischof Walleran hat Stefan... Stefan hat Bischof Walleran gezettelt, um ihn zu... Er hat Hamley mit Spook genommen und Hamley hat dann... Welche Verbindung hat Hamley zu... Walleran, Percy und James könnten für die gearbeitet haben, die das weiße Schiff versenkten. Nun... Kaum ein Zufall, dass alle Erben des Königs auf jenem Schiff starben. Vielleicht wusste mein Vater, was da geschehen ist. Wie lösen wir jetzt dieses Rätsel? Bischof Walleran. Die drei Mörder meines Vaters könnten für einen vierten gearbeitet haben. Jemanden, der ein Interesse daran hatte, die Erben des Königs zu ertränken. Ist es möglich, dass Stefan Walleran beauftragt hat, Jacks Vater zu töten? Ich kann gerade nicht wirklich klar denken. Bin gerade ein bisschen... Okay, wer hat jetzt wen irgendwie... Das Schiff... Mein Vater hat den Schiffbruch überlebt. Ist bestimmt schon alles doppelt. Aber die hinter dem Untergang des Schiffs steckten, haben ihn am Ende getötet. Ja. Der König von England, ein skrupelloser Mörder? Tja. Aber wie? Ich blick da gerade nicht durch. Wer war jetzt wie mit wem irgendwie? Ist Jacks Vater. Der wurde ja von Walleran. Ich frage mich, ob mein Vater je erfahren hat, warum er sterben musste. James ja alles mit einem von Kingsbridge. Dort soll dein Vater den Kelch gestohlen haben, um ihn einzuschmelzen und zu verkaufen. Aber wir der wissen, Kelch. Dass es nicht wahr ist. Den haben wir noch nicht.
denn wir haben ihn gefunden. Philipp hat den Kelch wiedererkannt. Aber Bischof Henry will einen Zeugen. Der Kelch reicht nicht aus. Aber er ist ein wichtiges Indiz für uns. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Den Kelch hat ihn ja der Prior James eingesteckt. Und dafür haben wir keinen Zeugen. James hat behauptet, dein Vater hätte den Kelch gestohlen und verkauft. Doch stattdessen hat er ihn selbst in Kingsbridge versteckt. In der Krypta. Wir haben dort unten James Geißel und ein Bett gefunden. Die geheime Kammer ist wichtig. Kelch in der Warum Kammer. Der Kelch versteckt. Wir haben dort doch gefunden in der Kammer. Du sagtest, Prior James habe seine Tat bereut. Er konnte den Kelch vermutlich nicht einfach zerstören. Nicht einmal, nachdem er ihn dazu benutzt hatte, deinen Vater zu beschuldigen. Es war immerhin ein Messkelch. Und ein Zeichen für das, was er getan hatte. Ja, und die Geheimkammer, das war der Sache James, den haben wir dort gesehen. Alle dachten, Prior James sei tot. Dass er ins Eis eingebrochen sei. Und jetzt wissen wir, dass er versteckt wurde. Warum glaubten seine Mönche, er sei tot? So Prior Remigius sagte, er hätte James Rosenkranz am Fluss gefunden. Daher stimmt, alle, der Einzige, der behauptet hat. Sie haben einen leeren Sarg begraben. Der als erstes behauptet hat, dass James tot ist, war Remigius. Philipp sagte mir, Remigius sei dabei gewesen, als Walloran Philipp zum Prior machte. Walloran und Remigius kannten sich. Das erklärt, warum Walloran Remigius später zum Prior von Shiring gemacht hat. Und Remigius hat meine Mutter erkannt, als wir in Kingsbridge ankamen. Ach du Schande. Er muss dabei gewesen sein, als mein Vater angeklagt wurde. Ich glaube, Remigius ist der Schlüssel. Es ist möglich, dass Walloran Remigius anstiftete, Prior James verschwinden zu lassen, als James darüber zu reden begann, was Natürlich. Er getan hat. Als James anfing, mit dem Teufel zu reden. Aber aus irgendeinem Grund versteckte Remigius ihn. Aber Walloran hat das nie erfahren. Ja, das erklärt, warum er dir nicht glaubt, als du sagtest, du hättest James im Feuer gesehen. Wo James am Ende starb. Und Remigius dachte, keiner wüsste es. Wir müssen Remigius finden. Er ist unser Zeuge. Beeilen wir uns. Es wird schon dunkel. Der Prozess wird bald weitergehen. Die Leute kennen euch beide. Ihr solltet nicht einfach so in Shiring herumlaufen. Er hat recht. Ich werde nach ihm suchen. In Ordnung. Pass auf dich auf. Und Jonathan? Ja? Wir unterhalten uns später. Über das, was heute gesagt wurde. Über Tom. In Ordnung. Remigius, wo steckst du? Remigius ist unser Zeuge. Jetzt müssen wir Remigius finden. Am Scheiterhaufen. Niemand darf sich dem Scheiterhaufen nähern. Warum nicht? Befehl von Bischof Henry. In Ordnung. Aha. Weil der manipuliert ist oder so. Aha. Muss er extra heiß brennen. Willst du hineingehen, Bruder? Nein, noch nicht. Danke. Gehörst du nicht zu Prior Philipp? Ja, das stimmt. Ich hoffe, sie werden ihn freisprechen. Er ist ein guter Mensch. Er ist ein Ketzer! Narren! Seht euch nur an! Wer seid ihr, über jemanden zu richten, der euch nie ein Leid getan hat? Vergib ihn, Bruder! Wir richten ihn nicht! Aber Gott wird es tun! Oh, Amigos. Ist er nicht
gerade hier in dem Haus hier verschwunden. Remigius? Ich glaube nicht, dass er hier ist. Warte, war er das nicht? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Am Scheiterhaufen. Habt ihr einen Priester hier entlang kommen sehen? Vater Remigius? Nein, habe ich nicht. Tut mir leid. Trotzdem danke. Hey. Ja? Du bist Jonathan, nicht wahr? Ja, das stimmt. Du musst dich ablenken lassen. Und wer seid ihr? Ist egal. Aber da ist etwas, das du wissen solltest. Tom Bilder. Er hat dich ausgesetzt, weil deine Mutter starb. Er sah keine Möglichkeit, dich zu ernähren. Er dachte, er hätte keine andere Wahl. Woher wisst ihr dies alles? Eine Stunde später hat er nach dir gesucht, aber du warst fort. Und als er dich schließlich in Kingsbridge gefunden hatte, hat er sich immer um dich gekümmert. Aber er dachte, er hätte nicht mehr das Recht, dein Vater zu sein. Wer seid ihr? Vergiss nicht, was ich gesagt habe. Ich bete, dass sie Philipp nicht verbrennen. Er ist ein guter Mann. Können wir heimgehen, Papa? Ja, gehen wir heim. Jetzt finde Remigius. Hallo? Die Tür ist offen. Ist jemand da? Endbosskampf. Mein Gott! Nein! Unser Bischof ist sehr... sehr... verärgert. Nein! Was macht ihr da? Ich tue, was er mir aufgetragen hat. Bring es den letzten Zeugen. Hört auf! Das muss jetzt irgendwie klappen. Nein! Bleib weg! Das geht nicht. Na komm, Jonathan. Nein! Wer hat euch das befohlen? Niemand! Ich, Oh.